Unser Tierflüsterer Laurent Amann ist heute in einer sehr lauten Mission unterwegs. Es geht um Hündin Gnetti, die jeden Besuch verbellt und besonders aggressiv reagiert sie auf die Reinigungshilfe der Familie. Was kann man in so einem Fall tun? Vor allem, wie kann man denn dieses Gebell abstellen? Sehen Sie selbst. Die Ruhe vor dem Sturm. Doch sobald Dackelmischling Gnetti die Klingel hört, ist es mit der Ruhe vorbei. Gnetti bellt und bellt und bellt. Wenn nötig, stundenlang. Besuch sieht die ehemalige Streunerhündin gar nicht gerne. Vor einem halben Jahr hat Clara Prinz sich in sie verliebt und die Hündin zu sich geholt. Am Anfang war Gnetti noch brav, das hat sich jetzt aber geändert. Machen wir kurz zu, dass sie nicht rausrennt. Ja. Bellt sie immer so? Das ist das normale Verhalten? Ja. Also sie bellt eigentlich immer so, außer Personen, die sie schon kennen. Okay, ja. Gnetti! Was glauben Sie, warum der Hund so bellt? Ich weiß es wirklich nicht. Also ich glaube, der einzige Gedanke, der mir so liegt, ist einfach diese Revierverteidigung. Weil sie vielleicht auch zum ersten Mal in ihrem Leben so ein richtiges Zuhause hat. Weil sie kommt ja aus Ungarn und da wurde sie auf der Straße gefunden und dann war sie nur bei so Pflegeeltern. Und jetzt ist sie halt bei uns, glaube ich, schon die längste Zeit. Was macht man in so einer Situation, Laurent? In dieser Situation würde ich jetzt mal den Hund rausgeben, dass er sich beruhigt. Ich glaube, das steigert sich dermaßen in dieses Bellen rein, dass man mit Beruhigen überhaupt nicht mehr zurechtkommt. Dass die Hündin den Raum verlassen muss, ist nicht als Bestrafung zu sehen, sondern als Beruhigung. Hier muss der Mensch eingreifen, um die Situation zu entschärfen. Das war schon dieses Revierverteidigung auf jeden Fall. Der kommt wirklich nach vorne gestürzt. Versucht auch immer vor den Besitzer zu bleiben, wirklich Besitzer auch mit zu verteidigen. Das war sicher der Ausgangspunkt. Und dann hat man aber auch gesehen, wenn der Hund bellt, gehen sie noch zum Hund hin, versuchen ihn zu beruhigen, indem sie streichen, sodass er eigentlich zusätzlich noch bestärkt wird in diesem Bellen, in diesem Verteidigen. Mittlerweile hat Gnetti sich wieder beruhigt. Wichtig ist, den Hund nur kurz nach draußen zu geben, damit er sich nicht von der Familie ausgeschlossen fühlt und noch zorniger auf den Besuch reagiert. Der erste Übungsschritt ist, dass Gnetti angelaufen kommt, wenn sie ihren Namen hört. Das funktioniert anfangs am besten mit Leckerlis. Im Moment, wo der Hund von Ihnen weglaufen will, rufen Sie zurück. Aber wichtig ist, dass Sie freundlich rufen. Sie bestrafen den Hund nicht, sondern dass Sie wirklich freundlich zurückrufen. Okay. Ja, das können Sie schon rufen. Gnetti, Gnetti, komm her. Ja, sehr gut, perfekt. Genau, dann bekommt er die Belohnung auch. So, sehr gut, super. Fein, sehr gut. Gnetti, komm her. Die Leckerlis scheinen Wirkung zu zeigen. Gnetti folgt gerne. Aber wird sie das auch tun, wenn die böse Klingel ertönt? Gnetti, Gnetti. Gnetti. Gnetti, komm her. Gnetti. Komm her. Sitz. Gnetti, Gnetti, Gnetti. Gnetti, komm her. Auch wenn Gnetti sehr schnell lernt, das muss noch oft geübt werden. Das war ja eh schon ganz brav. Einmal gebellt. Ist das normal? Nein. Also, ja, sie kommt schon immer wieder zurück, schaut, was wir machen und dann in dem Moment rennt sie aber auch dann wieder zurück. Ist schon gut. Ein besonderes Feindbild der Hündin ist die Reinigungshilfe der Familie, Christina. Die Hündin fürchtet sich vor den unheimlichen Geräuschen, die Christina macht, wie zum Beispiel dem Zischen des Bügeleisens. Bisher musste Gnetti eingesperrt werden, wenn Christina kam. Zu groß war die Angst, dass die Hündin einmal zubeißt. Zur Sicherheit wird Gnetti an die Leine gelegt. Also das ist jetzt ein anderes Bellen, als wir am Anfang hatten. Das ist wirklich viel mehr, nicht Angriff, aber es deutet schon ein bisschen mehr, sie würde sicher nicht hingehen. Aber es ist schon wirklich viel mehr Anspannung da. Wirklich, sobald der Hund beginnt, sich so zu verhalten, will ich dann wirklich rausnehmen. Das geht einfach nicht. Also sehr viele Hunde haben Angst, wenn man mit dem Besen fährt, wenn man mit dem Staubsauger fährt oder mit dem Bügeleisen. Das sind einfach Geräusche, die Hunde nicht mögen.
Und wenn wir das tun, in unserem Zuhause geht das meistens, weil wenn dann eine extra Person von außen kommt und sich darum kümmert, dann werden all diese Geräusche mit der Person verknüpft. Und das ist wahrscheinlich, was genau hier geschehen ist. Und irgendwann hat sogar die hartnäckige Gneti keine Lust mehr auf das Rein-Raus-Spiel. Ja, also für mich war das eigentlich cool zu sehen, dass das wirklich auch funktioniert. Aber ich glaube, es dauert jetzt schon noch einige Male, bis das auch wirklich gut ist und bis sie sich verstehen. Aber es funktioniert ja doch irgendwie anscheinend. Also es ist eine Trainingssache. So ist brav. Ein Tipp zum Schluss: den Hund ausschließlich dann belohnen, wenn er das gewünschte Verhalten zeigt. Ansonsten ignorieren. Erfolge werden sich rasch einstellen. Wenn auch Sie ein Problem mit Ihrem Haustier haben und ein paar Tipps von unserem Tierflüsterer wollen, dann schreiben Sie uns bitte eine E-Mail, vielleicht das Problem kurz schildern, an tierflüsterer@orf.at. Tierflüsterer mit UE, wie Sie wissen.